Herzlich willkommen, guten Tag. Guten Tag, ich bin der Dia. Ich bin Jochen. Hallo. Hallo. Okay. Komm mit. Aber bei uns gibt es nicht nur einfach reingehen, ihr müsst auch ein Rätsel lösen vorher. Oh. Das heißt, da vorne ist die Klingel. Wer ist der Schlauste? Oh. Es beginnt mit Mathe. Ja. Also, Herz plus Pi. Richtig, und jetzt? Es klingelt. Wunderbar. Yay! Hallo, herzlich willkommen. Wir sind ja in den Escape Rooms. Was genau sind Escape Rooms? Escape Rooms sind, wie der Name schon sagt, Räume, aus denen man flüchten muss. Und welche Escape-Räume haben Sie hier? Also ich habe gehört, es sind 5 und... Stimmt, genau, du hast recht, 5 Stück. 4 unterschiedliche, ein sogenannter Battle-Raum, wo man gegeneinander rätselt. Das machen viele ganz gern. Ansonsten haben wir ganz klassische Themen, Sherlock Holmes, Tatort mit einem Mordfall. Dann haben wir Robin Hood, das ist so ein Mittelalter-Style. Ja, und was haben wir noch? Kuckucksnest, einer flog übers Kuckucksnest, unsere Psychiatrieräume, die man gegeneinander spielen kann. Wir mussten gerade unten an der Tür ja so ein Rätsel lösen, damit wir reinkommen. Passiert das denn, dass Menschen das nicht schaffen, dieses Rätsel? Ja, auch die gibt es, genau. Wir warten dann ein bisschen und dann lassen wir sie trotzdem rein. Ah, okay, und welche Altersgruppe kommen denn so hierhin? Wir hatten anfänglich gedacht, dass sehr, sehr viele junge Leute kommen. Die kommen zwar auch, aber wir waren überrascht, dass auch die Altersklasse von 30 bis 60 sehr stark vertreten ist und auch viele Firmen kommen. Wie lange dauert denn so ein Durchgang? Gesamte Zeitaufwand bei uns ist 90 Minuten, das heißt, man wird begrüßt, man muss sich erstmal ins Haus reinrätseln, ihr habt es ja geschafft zum Glück, und dann wird das Spiel erklärt, nochmal auf Toilette gehen, 60 Minuten ziehen sich und meistens hat man dann auch wirklich eine Stunde Zeit und eine Stunde Aufgabe im Raum, sodass man nach 1,5 Stunden wieder draußen ist. Und wie viele Personen dürfen in einem Raum miträtseln? Maximal 7. Also wir haben einen Raum, wo 7 Personen reinpassen. Aber meine Empfehlung ist 4, 5, 6. Kann man das Rätsel, also einen Raum, komplett ganz alleine lösen? Teilweise möglich. Einige Räume sind nicht alleine lösbar. Absolut nicht. Das hat bestimmte körperliche Voraussetzungen, man schafft es einfach nicht alleine. Wenn einer ganz schlau ist, ich habe schon Leute gehabt, die haben einen Raum eigentlich alleine gelöst. Die haben nur die anderen rumgeschickt. Wir haben bisher die bequeme Situation, dass wir noch nicht viel ändern mussten. Wenn, dann werden wir neue Räume bauen und das haben wir auch vor. Das heißt, es wird nicht bleiben bei diesen 5 Räumen, die wir hier haben, sondern wir haben ein zweites Objekt, was wir gerne entwickeln würden. Ist aber noch nicht ganz spruchreif. Ihr spielt heute Sherlock, aber bevor ihr in den Raum hineinkommt, will ich euch noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie das bei uns so abläuft. Fangen wir damit an, worum es überhaupt geht. Und zwar müsst ihr mit List und Tücke aus dem Raum herausflüchten. Das bedeutet, ihr braucht keine Kraft anzuwenden, ihr müsst nicht aus dem Fenster springen oder euch frei buddeln, sondern ihr müsst einfach nur im Team verschiedene Rätsel lösen, die alle hintereinander gesetzt sind. Ja, manchmal nicht immer alle hintereinander, aber die meisten bauen so aufeinander auf. Und wenn ihr alle Rätsel gelöst habt, alle Schlösser geöffnet habt, dann seid ihr auch schon automatisch draußen. Dann schlage ich mal vor, wir gehen in unseren Raum Sherlock Holmes und da geht's dann weiter. Ihr seid heute Sherlock Holmes, beziehungsweise ihr müsst Sherlock Holmes vertreten, weil der in der Sommerfrische ist. Hat euch also alleine gelassen, unverschämterweise, und just in diesem Moment hat der liebe Dr. Watson ein Problem. Er konnte noch gerade so einen Brief schreiben und damit fängt die Geschichte auch an. Das heißt, ich habe hier den Brief von dem lieben Dr. Watson. Lest da einmal, schaut, ob euch das was hilft und dann wird es irgendwie weitergehen. Countdown läuft da oben auf dem Bildschirm. 1 Stunde Zeit. Ich wünsche euch viel Spaß und werde euch jetzt einschließen.
Die Büste habe ich gut in ihrem Büro weggeschlossen. Leider weiß ich nicht mehr wo. Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist der Schlüssel, mit dem alles anfängt. Der liegt sicher in der... Da ist ein Tintenklecks. Wir von der Kinderkamera hatten einen wunderbaren und rätselhaften Tag bei der Fluchtgefahr. Vielen Dank an der Stelle, dass wir hier sein durften, und ich hoffe, wir sehen uns, wenn ihr durch die Tür kommt.